Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Vocabulary. In this video, you'll be learning the names of items that you use in your bathroom on a daily basis. You'll be learning some nouns along with their articles and the plural forms. Do remember, all you have to do is listen to me and repeat. Im Bad. You can also say Im Badezimmer. And the first one is Die Seife. Die Seifen. Noch einmal Die Seife. Die Seifen. Die Flüssigseife. Die Flüssigseifen. Noch einmal die Flüssigseife. Die Flüssigseifen. Das Shampoo. Die Shampoos. Noch einmal das Shampoo. Die Shampoos. Other common words used for shampoo are das Shampoon oder das Shampoon oder das Haarwaschmittel. Das Duschgel. Die Duschgele. Noch einmal das Duschgel. Die Duschgele. Die Zahnbürste. Die Zahnbürsten. Noch einmal die Zahnbürste. Die Zahnbürsten. In the German language, it's a very common practice to bring two words together to form one word. For example, here. Der Zahn plus die Bürste is die Zahnbürste. This concept in German is known as Komposita. Die Zahnpasta. Die Zahnpasten. Noch einmal die Zahnpasta. Die Zahnpasten. Der Kamm. Die Kämme. Noch einmal der Kamm. Die Kämme. You can check out our video on plural if you need some tips how to form the plural of a word. Die Haarbürste. Die Haarbürsten. Noch einmal die Haarbürste. Die Haarbürsten. In this case also, you can see the presence of Komposita. Das Haar plus die Bürste is die Haarbürste. Der Föhn, die Föhne. Noch einmal, der Föhn, die Föhne. Another common word for Föhn is der Haartrockner. Die Schere, die Scheren. Noch einmal, die Schere,
die Scheren. Sometimes a few tips help in recognizing the article of an object. To get to know these tips, you can watch our video on articles. Moving on to the next one. Der Nagelknipser. Die Nagelknipser. Noch einmal, der Nagelknipser. Die Nagelknipser. Die Nagelfeile. Die Nagelfeilen. Noch einmal, die Nagelfeile. Die Nagelfeilen. Das Mundspülmittel. Die Mundspülmittel. Noch einmal, das Mundspülmittel. Die Mundspülmittel. Die Creme. Die Cremes. Noch einmal, die Creme. Die Cremes. Another plural form which is commonly heard is die Cremen. Noch einmal, die Cremen. Das Parfüm. Die Parfüms oder die Parfüme. Noch einmal, das Parfüm. Die Parfüms oder die Parfüme. Der Lippenstift. Die Lippenstifte. Noch einmal, der Lippenstift. Die Lippenstifte. And the next one is der Rasierer. Die Rasierer. Noch einmal, der Rasierer. Die Rasierer. Der Rasierschaum. Die Rasierschäume. Noch einmal, der Rasierschaum. Die Rasierschäume. Das Wattestäbchen. Die Wattestäbchen. Noch einmal, das Wattestäbchen. Die Wattestäbchen. Das Klopapier. Die Klopapiere. Noch einmal, das Klopapier. Die Klopapiere. Ein anderes Wort für Klopapier ist das Toilettenpapier. Noch einmal, das Toilettenpapier. Die Toilette. Die Toiletten. Noch einmal, die Toilette. Die Toiletten. Also known as das WC. If you are looking for toilets in Germany, very often you will find the word WC written in place of toilet.
das Handtuch, die Handtücher. Noch einmal, das Handtuch, die Handtücher. Moving on to the next one. Die Badewanne, die Badewannen. Noch einmal, die Badewanne, die Badewannen. Das Waschbecken, die Waschbecken. Noch einmal, das Waschbecken, die Waschbecken. Der Bademantel, die Bademäntel. Noch einmal, der Bademantel, die Bademäntel. Der Spiegel, die Spiegel. Noch einmal, der Spiegel, die Spiegel. And the last one is die Dusche, die Duschen. Noch einmal, die Dusche, die Duschen. Great! Hope you enjoyed this video. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!